Ja, meine lieben Freunde, wunderschönen guten Tag, Apple ist wieder am Start, und zwar dieses Mal in dem nächsten kleinen Übersichtsvideo an der Stelle. Und zwar hatte ich ja die Vimeos A1 Action Cam schon mal vorgestellt, allerdings gab es da irgendwie ein paar Probleme, dass die keinen Ton aufgezeichnet hat und irgendwie nicht so der Beschreibung entsprach. Jetzt habe ich das ganze Gerät einfach nochmal, ja, werksresettet, sage ich mal ganz vorsichtig, und habe dabei was Erstaunliches festgestellt, und zwar folgendermaßen. Wenn ich jetzt hier mal so reinschaue in das ganz normale Menü, Moment, da mal rein, haben wir auf einmal bei dem Werksreset Folgendes rausbekommen. Und zwar war es vorher nur möglich, 1080p bei 60 Bilder, 50 Bilder die Sekunde aufzuzeichnen und 720p bei 100 Bilder die Sekunde aufzuzeichnen, warum auch immer. Jetzt ist es folgendermaßen der Fall. Nach dem Werksreset, ja, es ist dieselbe Kamera, kein Amazon-Austausch oder dergleichen. Ich habe es wirklich nur werksresettet. Sieht man jetzt hier an der Stelle, ist es folgendermaßen der Fall. Wir haben jetzt hier die 120 Bilder die Sekunde bei 720p. Das Coole daran ist, dass das eine Zeitlupenaufnahmefunktion ist. Sprich, also die Zeitlupenaufnahmefunktion ist so, wie man eine Super Slow-Mo jetzt am Smartphone hat. Und dann haben wir noch 1080p mit 60 Bildern die Sekunde statt halt 50. Warum ist denn das hier so ein Problem hier heute? Dass ich das hier nicht scharf kriege. Ist einfach zu viel Sonnenlicht von draußen, was reinscheint. Ja, also wir sehen das Ganze hier recht gut. Nochmal ganz kurz hier drauf gedrückt und dann von der 2,3K Auflösung nochmal runter auf die 120 Bilder die Sekunde. Gehen wir da mal rein. Gehen wir mal zurück. Und jetzt machen wir mal spaßhalber. So, gucken wir mal. So, jetzt ist das hier eine schnelle Bewegung. Das sind jetzt die 120 Bilder die Sekunde, wie gesagt. Und jetzt dasselbe gucken wir uns mal in der Wiedergabe an. Übrigens wird da im Zeitlupenformat natürlich kein Ton aufgenommen. Das darf man jetzt an der Stelle nicht vergessen. So, drückt man mal drauf und jetzt sieht man, ich muss mal gucken, wie man es am besten sieht. So, das ist die Aufnahme von eben gerade, wo ich so schnell gewackelt habe. Das Video ist auf 23 Sekunden gestretched worden. Und diesbezüglich sieht man jetzt auch, ist das jetzt hier die Zeitlupenvariante. Ist ein bisschen blöd, Bildschirm abzufilmen jetzt hier, weil der ist auch wirklich schon mit dem Auge manchmal schlecht zu erkennen, aber hier, wenn Sonnenlicht reinscheint, ist ganz doll blöd. Ja, also habt ihr gesehen, da kommt an der Stelle natürlich dann kein Ton. Aber wo Ton auf jeden Fall kommt, ist bei allen anderen Videos. Wir machen jetzt mal spaßhalber eine Testaufnahme und dann gehen wir direkt hier auf Aufnahme drauf. Und dann hört ihr eigentlich genau das jetzt nochmal doppelt, was ich jetzt hier gerade schon mal gesprochen habe. Wieder kurz drauf gedrückt. Den nervigen Ton lasse ich an der Stelle jetzt mal kurzzeitig drin, weil wie gesagt, das Werksreset hat ja alles wieder auf Anfang gestellt. Ja, also man hat es gesehen. Auf jeden Fall funktioniert die Kamera. Ich lade diesbezüglich auch nochmal Testvideos hoch, beschriftet selbstverständlich damit man auch hört, dass die Kamera Ton aufnimmt. Der Ton ist sogar ganz gut, muss man wirklich so sagen. Bloß halt der Lautsprecher ist hier drin. Mist, was soll man dazu großartig sagen, ja? Ja, bloß noch ein kleines Update an der Stelle und dass das Gerät wirklich tadellos dann doch funktioniert. Falls ihr dann auch mal die Kamera bestellt habt, müsst ihr halt ein Werksreset durchführen und wenn das der Fall ist, hat man keine Probleme mehr, sondern die Kamera für 29,99 € macht wirklich eine Bombenarbeit. Da kann man wirklich gar nicht großartig meckern. Das soll es dann auch schon gewesen sein. Ich verlinke euch deswegen immer nochmal in der Videobeschreibung, könnt ihr auch nochmal vorher drüber lesen. Ich habe auch nochmal so geguckt. Es gibt kaum eine günstigere Kamera für 30 €, die so viel Zubehör hat und eine Zeitlupenaufnahme dazu noch bietet mit 120 Bildern die Sekunde. Natürlich ist die Aufnahme schwammig, das will ich gar nicht schönreden, das muss man nochmal so sehen. Ich habe da nochmal eine längere Aufnahme, sage ich mal so, von 30 oder 40 Sekunden gemacht. Diesbezüglich sieht man das Ganze dann auch, dass das Objekt, was natürlich in dem Fall der Hund war, ranläuft, natürlich nicht 100% scharf aufgenommen ist. Wir haben ja auch keinen Fokus hier an der Stelle, sondern halt ein Weitwinkelobjektiv. Das soll halt nochmal der Richtigkeit halber erwähnt sein, falls man sich da wundert, warum man hier keine Sony-Qualität kriegt, wenn man lediglich 30 € auf den Tisch legt. Das dürfte aber jedem eigentlich selber bewusst sein. Das soll es jetzt aber wirklich gewesen sein und wir sehen uns wie immer bei der nächsten Review der App-Review. Bei der nächsten Review der App-Review schneide ich jetzt aber nicht raus, was soll das. Bis dann, auf Wiederschauen.